Let's do this. Okay, Leute, habe ich absolut gar keinen Bock, etwas so Positives mit so etwas Negativem starten zu müssen, aber der geplante Aktivismus findet natürlich nicht statt am Stephansplatz. Ja? Das wäre alles andere als geschmackvoll, es wäre einfach nur pietätlos und Unverschämtheit. Ja? Das haben wir nicht notwendig, wir müssen unser Marketingkonzept nicht auf Biegen und Brechen durchdrücken, deswegen habe ich alles storniert. Ich habe alles abgesagt, nicht nur die Aktion selbst, sondern auch den Content, den wir geplant hatten zu shooten. Da heißt es menschlich sein und dementsprechend machen wir es jetzt so Freestyle. Wir stellen euch heute so die Kollektion vor, denn nichtsdestotrotz, wir haben uns absolut nicht zu verstecken, denn was wir hier geschaffen haben und ihr habt es auch selbst erkannt, ist eine Nummer drüber. Wir haben einen absoluten Step-Up gemacht und ich freue mich, euch erzählen zu können, dass wir auch in der Qualität einen Step-Up gemacht haben. Denn dieses Shirt, das ich gerade trage, ich lebe darin. Ja, das ist auch das schlichteste aus der gesamten Kollektion. 240 GSM, 100% Biobaumwolle aus Portugal. Wenn du das trägst, du schläfst drin, du bist drin duschen gefühlt. Was ihr absolut feiert, ist natürlich das Bordeaux-Rot. Also als ich das erste Sample gesehen habe, ich war crazy begeistert von diesem Washing, Leute, das in der Sonne dann richtig erst rauskommt. Jedes Piece ein Unikat, unten ausgestellt, wieder so wie jedes andere Piece auch mit Distressed Details, Heavy Material mit Hidden Pocket und dem goldenen MBMM Embroidery. Gibt es natürlich auch im Set mit dem Hoodie. Feeling Wahnsinn, Colorway Wahnsinn, die Details per Hand gemacht von unseren fleißigen Portugiesinnen. Wer auf Distressing steht, der wird auf unseren Shroud of Turin Hoodie stehen. Heavy Distressed mit großen Löchern. Wir haben dementsprechend auch ein Shirt draus gemacht, weil es uns so gut gefällt. Auch mit dem neuen, für diese Kollektion angepassten MEM Logo. Gleich zum Fit vorweg. Ja, die Pieces sind so wie immer. Shirts sind ein Zentimeter cropped geworden. Sweater aber gar nichts verändert. Der Fit ist, jeder der einen Sweater zu Hause hat, weiß wie crazy der Fit ist. Du schaust einfach. Ich muss mich da ein bisschen mit meinen Adjektiven zurückhalten, sonst wären wir da zu blasphemisch, aber es schaut richtig geil aus. Wir haben unten nochmal von Jesus inspiriert, mit Jesu, mit der Hand Jesu, dem Kreuz, sehr zurückhaltend, dieses Printing. Ich zeige es euch hier aber nochmal auf Weiß, dann seht ihr, wie detailreich das geworden ist. Mit einem schlichten MEM Embroidery, toller Waschung, schaut richtig alt aus, genauso wie wir es wollten. Dann werden wir ein bisschen farbenfroher wieder mit dem Shirt, das die Kollektion sehr stark mit der Botschaft auch verkündet, inwiefern sind christliche Werte heute noch gültig in einer Zeit von Social Media, wo es Onlyfans gibt, wo es nur mehr darum geht, sich selbst zu inszenieren, wo die Werte ein bisschen verloren gehen. Das war so ein bisschen die Inspiration. Hier auch als Tour de Pécheurs bezeichnet, also Tour der Sünder. Was mir auch ist, eins von meinen Favorites, auch das Shirt, das Trinity Shirt, die Dreifaltigkeit Jesu, ein altes Kunstwerk, was wirklich so diesen Vintage-Vibe hat. Also du gehst in irgendeinen Laden in Amerika am Sunset und findest da ein Shirt in irgendeiner Ecke. Das wird verkörpert. Daran haben wir gearbeitet. Viel, viel Arbeit haben wir da reingesteckt, viele Samples. Sehr nice geworden. Sieht man dann auch, dass mit dem Fade-Out, dem Gewaschenen, einfach, einfach geil. Dann zu allerletzt, zu guter Letzt, unser Zipper. Auch hier wieder mit dem Vibe. Das hat dein Papa 30 Jahre lang gerockt und jetzt nimmst du es aus dem Kleiderschrank und füllst das Ding, trägst das jeden Tag mit dem MEM-Puller und den Logos mit dem Dornenkranz, dem Kreuz hinten, das so ein altes Tattoo verkörpern soll. Gibt mal so leichte Etali-Vibes, aber fühle ich auf jeden Fall. Das ist die Kollektion. Danke vielmals für das Feedback. Ab jetzt die Möglichkeit, 11.11 Uhr könnt ihr vorbestellen für 72 Stunden. Warum das genau 3 Tage sind, das werden einige schlaue Füchse von euch sicher schon herausgefunden haben. Holt euch ein Piece, ihr werdet absolut zufrieden sein. Also da wird keiner wird das Ding zurückschicken, außer es passt irgendwas mit der Größe nicht. Aber auch dieses Problem haben wir gefixt. Wir haben auf der Seite selbst einen Size Guide. Wenn ihr euch nicht sicher seid, werden euch da Fragen gestellt und dann wird eure perfekte Größe rausgesucht. Wer das verpasst hat, echt versäumt. Ganz, ganz viel Spaß mit den Sachen. Danke für das unfassbare Feedback. Es ist einfach geil, was wir da gezaubert haben und wir brauchen uns einfach nicht verstecken, auch in dieser Zeit. Auch wenn wir jetzt das Marketing zurückfahren und mehr auf die Menschlichkeit achten. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass sich das nicht auszahlt, weil ja, die Kollektion spricht, wie gesagt, für sich und auch die Qualität ist, brauche ich niemandem mehr sagen. Brauche ich mich nicht mehr rechtfertigen. Ganz viel Spaß mit den Sachen. Danke für die Aufmerksamkeit und alles Gute. Peace!